Und weiter geht's mit Golden Sun. Hallo Leute, hier springen wir weiter und erreichen hier den nächsten Ast. Ja, Ast heißt das Ding. Hier ist nichts. Hier oben ist auch nichts. Ja, endlich nur ein Gegner. Das ist schön. Zack. Und Mia beendet den Kampf. Gegengift gefunden. Uiuiui, toll. Hier klettern wir nach oben. Lalalala. Hier ist nichts mehr. Gut. Wieder so toller Springspaß. Aber hier können wir auch noch raus zu einem Ast. Und hier ist auch nichts. Alles klar. Zwei Viecher. Geht auch noch. Hoffe ich. Ja gut. Nicht, wenn Isaac nicht trifft. Ja, reicht nicht aus. Aber die Spinne macht mir einen Schaden. Wie niedlich. Wie niedlich. So, weg mit dir. Ja, ich... Mia Level Up und ich glaube, das andere war Isaac. Glaube ich. So. Hier ist eine Truhe. Die will ich natürlich haben, auch wenn ich dann nach unten falle. Ein Heilungsring. Was macht der denn Schönes? Stellt im Kampf 70 KP wieder her. Werde ich zwar nie einsetzen, aber den darf mir tragen. So, und runterfallen. Plumps. Aber zum Glück nur eine Etage. Das können wir verkraften. Und hier ging es nach oben. Ja. Oh, drei Viecher. Gut. Synergie. Setzen wir ein. Alles, was wir haben. Ups, was habe ich jetzt mit mir gemacht? Was ging mir denn nicht so schnell? Aber wir sehen es gleich. Vorausgesetzt, die Viecher überleben. Nein, sie gehen kaputt. Gut. Alles halb so wild. Und wieder da rein. Da ist ein Synergiestein, den ich nicht haben möchte. Nee, den will ich nicht. Für was auch. Was? Kriecher. Ups, jetzt bin ich geflohen. Aber es wundert mich, dass es funktioniert hat. Denn normalerweise ist es Glück, wenn man aus Kämpfen fliehen kann. So, hier haben wir einen Ast. Wir suchen jetzt zuerst den hier. Da ist nichts, da oben ist auch nichts. Weil ich weiß, dass sich hier irgendwo was ganz Nettes versteckt. Und ich glaube, das Ding ist hier oben. Nicht? Irgendwo hier. Na, ja, da ist er doch. Niedlicher kleiner Jupiter-Chin. So, wir knüppeln mit allem, was wir haben, auf ihn. Und was machst du? Ja, du setzt mal Eis ein. Plasma macht keinen Schaden. Ja, doch, mehr als ich dachte. 60 und Eisworms. Nein, er... Oh, du Mistvieh. Alles... Oh, da ist eine Truhe, die nehme ich auch gleich mit, wenn ich schon da bin. Nuss, meinetwegen. Aber gut, wenn der Djinn es so will, greifen eben mit allem an, was wir haben. So. Revanche. So, jetzt aber. Ramses haben wir noch nie gesehen, glaube ich. Girin haben wir gesehen. Jupiter ist nichts Neues. Und eine Reide. Jupiter, Worms. 22, naja. Ramses! Bam, bam, bam. Nimm das. Zack. Mit der Steinfaust ins Gesicht. 103 Schaden. Das sind doch Zahlen. Ne Reide. Was machst du an Schaden? Ich bin gespannt. 78. Und es reicht immer noch nicht. Verdammt. Ja gut, aber solange er angreift und nicht flüchtet, ist alles in Ordnung. Aber mit Kirin müsste die Sache jetzt eigentlich gegessen sein. Ja, wurde besiegt. Gut, und somit erhält Ivan seinen zweiten Chin. Cool. Brise! Alles klar. Gut, aber wir haben jetzt noch nicht alles gesehen vom unteren, von der unteren Etage, sag ich mal. Weil da waren ja zwei Wege, und zwar da nach links. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es dort etwas gab, beziehungsweise ob ich da überhaupt hin kann. Was? Ja, ich will ja auch nicht flüchten, was ist los hier? So. Geh down!
Danke. Ja, ich muss ja dahin kommen, ne? Alexander wäre ja dumm. Ich weiß nicht mehr genau, ob es hier irgendwas gibt. Oder ob das hier sogar der richtige Weg ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das werden wir eher schnell sehen. Oder gibt es hier irgend noch ein Geheimnis? Nee, bestimmt nicht. Trotzdem sehe ich nach. Überall. Nein, da ist nichts. Gut, nehmen wir diesen Weg. Ihr seht, wir können hier nirgendwo mehr weiter hoch. Müssen wir auch gar nicht. Denn wir müssen jetzt nach unten. Moment. Aufprall erhöht die Attacke eines Freundes. Oh. Ivan hat was Neues gelernt. Cool. Und, ja, komm, geht kaputt. Und steht wieder ein Kampf bevor. Ich glaube, der ist. Ja, wie gesagt, wir hätten damals auch zuerst hierher gehen können. Bevor wir nach Emil gereist sind. Haben wir aber nicht getan. Sondern haben zuerst Mia abgeholt und somit haben wir es jetzt vielleicht ein bisschen einfacher im Kampf. Die lasse ich erstmal noch so. Ja, das Geheimnis ist hierhin und jetzt wieder zurück, dass wir in der Mitte herunterfallen. Passt. Und wir sind ganz unten. So, ich habe ein bisschen Angst. Hallo, wer bist du denn? Ihr habt gehofft, mein sanftes Ich zu finden? Narren! Niemals hättet ihr hierher kommen dürfen. Niemals werdet ihr wieder gehen. Oha. Eure Kräfte konnten euch im Wald beschützen. Doch nunmehr seid ihr im Herzen meiner Macht. Hier werdet ihr alle zu Bäumen werden und mit uns zusammen verwelken. Ich glaube nicht. Tritt erscheint. So. Wir greifen mal mit. Nein, tun wir nicht. Wir setzen mal Granit ein. Dann setzen wir Fieber ein. Hebt Widerstand des Teams. Das können wir auch gebrauchen. Und Mia. Du greifst mit Geysir an. So. Granit erzeugt eine mächtige Erdbarriere. Eine Schutzaura von mir aus. Was bedeutet. Wir sollten nicht mehr allzu viel Schaden nehmen in dieser Runde, egal mit was er angreift. Und Fieber, fuck! Ihr seht, Feuer ist seine Schwäche, da die drei Ausrufezeichen da sagen das aus. Dornen. Ja, hätten wir sonst viel mehr Schaden kassiert. Jetzt greifen wir mit Kiesel an, wir verstärken unseren Angriff. Setzen Böe ein und Sprudel, heile bitte. Heile bitte Ivan. Weil sonst kratzt uns der noch ab und das wäre schade. Schade um die Erfahrungspunkte, die er dann verpassen würde. Alles klar. Und wir verstärken unsere Attacken, wie gesagt. 25, 10, 21, passt. Nachtstern. Ivan schläft ein. Nein, mir schläft ein. Scheiße. Alles klar, wir setzen Ramses ein. Und Kirin, was guten Schaden machen wird. Das ist jetzt scheiße, dass mir schläft. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. So, Kirin, was machst du an Schaden? Zack! 142, schön. Und Leute, wacht bitte auf da. Haben wir irgendwas, um sie aufzuwecken? Nicht so wirklich. Alles klar. Wir greifen... Nein, ich greife nicht an. Ich heile... Isaac, und du machst... Was machst du? Ja, du greifst am besten an. Mit. Vulkan. Ja, ich weiß, dass Ivan schläft. Ich find's ja nicht sonderlich toll. Und Vulkan. Zack. 71. Passt. Und bitte aufwachen. Mir, Ivan, bitte. Ja, vielen Dank. So. Einmal bitte... Jin. Du setzt Atalanta ein. Mir... nee, du musst jetzt nicht heilen, deswegen nochmal eine Reide. Granit. Und geschützt. Atalanta. Bam, 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 bam.
104 Schaden. Jetzt geht's los hier. Er hat keine Chance mehr. Hoffe ich. Ja, und er ist weg. 226 Punkte. Heiltrank gefunden. Cool. Was passiert? Oh. Was ist mit mir geschehen? War ich... Ich verstehe. Mein Herz war verloren in meiner Wut. Und ihr habt das Böse in mir besiegt? Haben wir. Ich danke euch. Ich hätte diese Welt nicht mit diesem Zorn im Herzen verlassen können. Nunmehr kann ich in die Welt ohne Reue verlassen. Kann ich die Welt... Ah. Lebt wohl, große Krieger. Nein! Hey, Moment mal! Wir können doch Dredd nicht einfach sterben lassen. Stimmt, Isaac. Wir brauchen seine Hilfe. Was? Warum wollt ihr mich nicht sterben lassen? Gibt es noch etwas? Ja. Ich habe die Leute von Kolyma in Bäume verwandelt. Ich muss sie erlösen, bevor sie mit dem Wald zusammen sterben. Ja, bitte tu das. Glitzer! Glitzer! Ich schaffe es nicht. Mein Kraft kann Kolyma nicht mehr erreichen. Mein Kraft. Mhm. Bewohner von Kolyma, bitte vergebt mir. Was? Dredd ist zu schwach. Er hat nicht mehr die Kraft, Kolyma zu retten. Nein, wir müssen ihn heilen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Leute von Kolyma zusammen mit dem Wald sterben. Jegliches Leben wird in Kolyma liegt in unseren Händen. Wir müssen Dredd heilen und die Leute von Kolyma retten. Ja. Lass uns gehen, Isaac. Selbstverständlich, Mia. Los geht's. Die Ranke hoch, die neu entstanden ist. Und raus hier. Okay. Hallo. So, wir erinnern uns, beim Merkur-Leuchtturm haben wir Hermeswasser eingesammelt. Mal sehen, ob es was nützt. Isaac, benutzt Hermeswasser. Das Hermeswasser tränkt Dredds Wurzeln. Irgendwas passiert. Irgendwas. Na? Ich fühle, wie mich große Kraft durchdringt. Das Leben fließt wieder in mir. Na? Dredd! Jetzt, da du dich wieder erholt hast, lebt auch der Wald wieder auf. Es tut mir leid, dass du wegen mir in Sorge warst, Arborandra. Und ihr, junge Helden, wolltet ihr mich nicht um einen Gefallen bitten? Ja, tun wir. Ja, Dredd, du musst die Bewohner von Kolyma wieder in Menschen verwandeln. Ja, das stimmt. Ich muss mich beeilen. Ja, tu das bitte. Glitzer, Glitzer! Das sollte reichen. Kolyma wurde von dem Fluch befreit. Dredd besaß diese schreckliche Macht nicht immer. Es begann, als diese Edelsteine vom Himmel fielen. Hm? Edelsteine vom Himmel? Glaubst du, er meint die Psynergiesteine? Ja, tut er. Du glaubst wirklich, dass Psynergiesteine all den Ärger verursacht haben? Hm. In der Tat war ich sehr zornig, weil die Menschen meinen Wald verwüsteten. Selbst ich fühlte die Schneiden ihrer Äxte. Dann fielen diese Edelsteine in meine Zweige und Äste. Plötzlich hat mich mein Zorn überwältigt und ich verlor mich in meiner Wut. Die Steine fanden mich, als mein Herz von Sorge erfüllt war. Unsere Taten sprachen für die Wünsche in unseren Herzen. Aber wir wussten ja nicht, dass... Diese Steine lenkten meinen Zorn in Bahnen, in denen ich nicht mehr kontrollieren konnte. In denen ich sie nicht mehr kontrollieren konnte. Hm? Wurden auch die Sprösslinge von den Steinen verwandelt, Dredd? Nein, nur die alten Bäume wurden von den Synergiesteinen beeinflusst. Es gibt noch andere, denen dies widerfahren ist. Also kann dasselbe auch woanders geschehen sein?
Auf eurem Weg hierher müsstet ihr gegen viele Monster kämpfen. Vielleicht waren diese Monster nur Tiere, die durch... Einst hatten sie ein reines Herz. Diese Steine haben das Böse auf die Welt gebracht. Was ist jetzt los mit meinen Lesenkünsten?